Leute, grüß euch zum neuen Video. Heute geht es mal um was ganz Besonderes. Ein ganz klasse Teil habe ich hier bekommen. Heute geht es um den Kärcher EDI4. Und was ihr damit machen könnt, erzähle ich euch direkt nach dem Intro. Ja, einige von euch werden dieses Teil sicherlich schon kennen, den EDI4 von Kärcher. Das ist ein Fensterreiniger und zwar mehr oder minder ein Eiskratzer, der elektronisch oder elektrisch funktioniert. Das heißt, da ist ein Akku mit drin, unten dreht sich dann eine kleine Scheibe mit und macht dann die Scheiben frei. Das werden wir dann natürlich nachher auch gleich mal ausprobieren. Vom Kostenfaktor muss man sagen, ne, so zwischen 40 und 50 Euro müsst ihr für das Gerät auf jeden Fall einplanen. Also ist nicht ganz billig. Deswegen habe ich auch im Titel geschrieben, das Teil spaltet so ein bisschen die Nation. Der eine sagt, das Teil ist super. Der nächste sagt, was soll ich mit dem Schrott? Ich kann noch mit der Hand kratzen. Das können wir dann auch mal anstoßen, die Diskussion, wie ihr das zu Hause seht. Ich werde euch das Teil jetzt erstmal präsentieren und dann sagt ihr mir bitte in den Kommentaren, was ihr davon haltet oder ob ihr das vielleicht schon daheim habt und davon berichten könnt, ob das alles super ist. Ja. Es gibt für dieses Teil sogar mittlerweile dann auch Zusätze. Das heißt, es gibt einen Aufsatz für den Sommer, damit ihr Scheiben reinigen könnt. Das heißt, da ist dann unten an dieser Walze oder an dieser rotierenden Scheibe. Ich packe es erstmal aus und dann gucken wir es uns erstmal an. Dann kann man das vielleicht besser präsentieren oder sich dann auch besser vorstellen. Also das Teil sieht einmal so aus. Mit dabei ist natürlich auch noch eine umfangreiche Bedienungsanleitung. Die ist natürlich mehrsprachig gehalten. Könnt ihr euch sicherlich auf kärcher.com dann auch schon mal runterladen oder wahrscheinlich könnt ihr diesen QR-Code jetzt auch scannen und dann direkt zu dieser Anleitung kommen. Dann könnt ihr euch das im Vorab schon mal angucken. Noch mit dabei ist ein Aufladenetzteil. Das sieht so aus. Ein bisschen schade ist immer, dass Kärcher diese Spezialnetzteile hat. Das heißt, das ist kein USB-C oder USB-Netzteil, sondern schaut mal, das ist so ein Anschluss, ein Kärcher-typischer Anschluss. Den gibt's, glaube ich, auch meines Erachtens nach bei den normalen Fensterreinigern. Also die unten so eine kleine Sprühflasche mit dran haben. Kennt ihr, die sehen so aus wie so ein Abzieher oder sowas. Da müsste das eigentlich auch mit dabei sein. Und dann haben wir hier das Gerät als solches. Das sieht so aus, recht handlich, liegt so in der Hand wie so ein kleiner Exzenterschleifer. Oder es gab von Black & Decker, gab es ja mal diese kleine Maus, Schleifmaus hieß die. Und so ähnlich würde ich das jetzt hier dann auch eintiteln. Und dann haben wir hier unten eine Ablagefläche mit dran. Das heißt, das ist so ein Überzieher hier aus Plastik. Das ist natürlich super, wenn die Scheibe dann gebraucht ist. Dann ist hier natürlich das Ganze vereist. Das müsst ihr dann grob reinigen. Aber ihr wisst, irgendwo friert sich dann immer noch so ein bisschen was fest, wenn da irgendwie ihr die Scheiben mit gereinigt habt und dann Eis da noch dran ist, dann will man das natürlich nicht im Auto haben. Dafür ist dann diese Kappe da und dann kann im Auto das nicht irgendwie rauslaufen, sondern bleibt dann innerhalb dieser Kappe oder ihr legt das dann nicht auf den Sitz oder was und der Sitz wird dann beschädigt oder wird nass und dafür ist dann diese Kappe einfach auch gedacht. Und wie gesagt, hier unten ist dann so eine rotierende Scheibe mit dran und das Ganze ist aus Plastik gemacht oder Kunststoff vielmehr und beschädigt dann natürlich nicht die Autoscheibe. Das Ganze ist auch so aufgehängt, dass das hier frei schwebend ist. Da ist so eine kleine Federung mit drin. Das heißt, ihr könnt auch nicht zu viel Druck ausüben, sodass ihr die Scheiben beschädigt. Und ansonsten dreht sich das dann so auf der Autoscheibe und macht die in Windeseile auf jeden Fall dann von Eis frei. Und dazu gibt es, wie gesagt, noch einen Sommeraufsatz. Das ist wie so ein Vlies, sieht das dann aus. Und damit könnt ihr dann die Scheiben auch reinigen. Ich werde im Sommer dann dazu wahrscheinlich auch noch mal ein zweites Video machen und wir werden dann mal gucken, wie das mit Insekten und mit Blütenstaub und sowas dann verfährt. Grundsätzlich gibt es jetzt dafür auch einen lange ersehnten Autoladeadapter. Das heißt, hier oben ist dieser Ladeanschluss mit dran. Der ist hier unter dieser Gummiabdeckung mit dran. Einmal habt ihr das Netzteil so mit dabei, was hier im Lieferumfang gleich mit dabei ist. Und viele wollen das vielleicht im Auto auch laden, wenn sie auf Reisen sind oder was weiß ich, wenn ihr mal irgendwie einen Tagesausflug macht oder so in die Berge oder was und dann die Scheibe zufriert und ihr wollt das Gerät laden. Dafür gibt es dann, wie gesagt, jetzt für knapp 20 Euro, muss man auch sagen, den Ladeadapter von Kärcher für ein Kfz.
Thema ist natürlich immer eine Sache, wie lange hält dieser Akku, wenn ihr damit dann reinigt? Ungefähr 15 Minuten, sagt Kärcher dazu. Und das müsst ihr eigentlich reinigen, um das Auto mehrmals von Eis zu befreien. Vorgehen tut ihr dabei dann so, ihr schaltet das hier vorne einmal ein, dann leuchtet hier ein grünes Lämpchen und dann müsst ihr das auf die Scheibe aufsetzen und dadurch, dass ihr das dann aufsetzt, geschieht hier ein bisschen Druck. Mal gucken, ob wir das jetzt hier so hinbekommen. Jawohl. Und dann fängt das Teil hier an zu drehen und zu rotieren und hört euch mal die Lautstärke an. Die setzt halt dann im Internet auch ganz viel Diskussionspotenzial frei. Viele geschrieben, wenn ich das morgens dann in Betrieb nehme, dann kommt mein Nachbar runter und der knallt mir dann eine. Ich bin echt gespannt auf eure Kommentare zu diesem Gerät, aber jetzt wollen wir es erstmal ausprobieren. So, ihr seht, die Scheiben sind jetzt hier komplett vereist und ich werde jetzt gleich mal probieren, das mit dem Gerät hier freizulegen. Und wie ihr dann sehen werdet, wird das hier in Windeseile geschehen. Ich drücke jetzt einfach nur mal drauf. Schaut mal, die halbe Scheibe ist jetzt schon frei. Die ist jetzt von innen auch noch eingefroren. Also die ist jetzt grundsätzlich frei. Wenn man das jetzt hier vergleicht mit der anderen Hälfte, seht ihr auf jeden Fall deutlich den Unterschied. Ja, ansonsten, wer es ein bisschen einfacher möchte, es gibt auch diese Messingkratzer für die Hand. Die dauern dann allerdings etwas länger und ihr müsst natürlich auch ein bisschen mehr Kraft aufwenden. Ein Kritikpunkt gab es noch zu dem Kärcher und zwar hieß es, da bleibt dann Schnee so ein bisschen liegen, aber das seht ihr hier auch, man schafft ja in der Regel immer nur die Hälfte von der Scheibe und irgendwohin muss der Schnee ja fliegen, also die Scheibenwischer müsst ihr auf jeden Fall dann hinterher auch noch in Betrieb nehmen und ihr habt jetzt gesehen, das geht auch recht flott und durch dieses Messing wird die Scheibe auf jeden Fall nicht beschädigt, aber wenn ich jetzt hier diesen Kärcher nehme, dann wird das auf jeden Fall noch mal schneller funktionieren. So, dann probieren wir doch nochmal schnell die Seitenscheiben aus. Also bis unten hin ist das hier gar kein Problem. Ihr seht, das geht hier wirklich in Windeseile, sowie auch mit der Frontscheibe. So, und so sieht das dann aus mit den Resten. Das heißt, die haben wir dann hier dran. Das müssen wir einmal reinigen. Das gleiche ist natürlich hier bei dem Kratzer auch der Fall. Also da nimmt sich das nichts. Jetzt liegt es an euch. Ihr müsst entscheiden, was für euch sinnvoll ist. Auch diese Kratzer kosten natürlich etwas Geld. Es gibt natürlich auch die ganz normalen Kreditkartenkratzer oder manche machen auch heißes Wasser morgens auf die Scheibe. Haben dann meistens viel Glück dabei, dass die dann nicht platzt. Aber wie gesagt, ihr müsst selber entscheiden, ob ihr dafür das Geld investieren wollt. Das könnt ihr mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht, ob dieses Gerät hier sinnvoll ist. Ihr habt es jetzt im Einsatz gesehen, schneller ist es auf jeden Fall. Lautstärke ist ein Kritikpunkt und der nächste Kritikpunkt ist natürlich auch das Geld, was ihr dafür investieren müsst. Ich bin gespannt auf die Kommentare. Wenn euch das Video ansonsten Spaß gemacht hat, wenn es euch gefallen hat, wenn es ein paar Fragen beantwortet hat oder euch inspiriert hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen. Nur so verpasst ihr nicht die nächsten Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder zuschaltet und sage bis dahin.